So, Halbzeit. Aber wir wissen ja schon, wenn Kangama-Speicher irgendwo steht, mitten in einem Dungeon, dann gibt's einen Bosskampf. Treppe, wie viel Slimekost hier überall rumliegt. Treppe. Oh, ich habe sogar getroffen. Treppe. Oh, ein Despotar. Sandschleier ist OP. Definitiv. Geht da einmal mal 6 Attacken hintereinander daneben. Ja, warum nicht? Nee, keine Lust hier zu bleiben. Untergrund C. Das ist fantastisch. Das hatte ich nicht erwartet. Diesen riesigen unterirdischen See. Sieh mal, da hinten leuchtet etwas. Dieses Licht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so etwas schon mal gesehen habe. Das ist es, jetzt habe ich es. So ein Licht haben wir am Nebelsee gesehen. Das heißt, dieses Licht kommt vielleicht von einem Zahnrad der Zeit. Wir müssen uns das genauer ansehen. Es ist dunkel geworden. Wartet. Was? Wer seid ihr? Wer hat das gesagt? Wieso? Wieso seid ihr hier? Wieso? Wir sind hergekommen, weil wir ein Zahnrad der Zeit suchen. Haltet euch von dem Zahnrad der Zeit fern. Wenn ihr das Zahnrad der Zeit nicht in Ruhe lasst, dann werde ich euch aufhalten. Wer bist du? Ich bin Vesprit. Ich beschütze dich hier am Untergrund und sehe das Zahnrad der Zeit. Du beschützt das Zahnrad der Zeit? Ich erlaube nicht, das Zahnrad der Zeit zu stören. Macht euch bereit. Ja, da haben wir mal wieder einen Bosskampf. Und ich pack hier gleich auch mal meine beste Attacke rein. Schutzschild, okay. Wie lange hält dieses blöde Schutzschild eigentlich?
Aber ich kann euch das Zahnrad der Zeit nicht überlassen. Hör uns doch zu. Wir sind nicht hier, um dein Zahnrad der Zeit zu stehlen, wirklich. Lügt mich nicht an. Selfie hat mir per Telepathie erzählt, was geschehen ist. Ich weiß, dass das Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Was? Selfie hat es dir gesagt? Das wart ihr, nicht wahr? Nein, wir waren es nicht. Wer ist dann dafür verantwortlich? Das wäre dann wohl ich. Wer bist du? Reptane. Das ist Reptane? Entschuldigt, aber ich werde dieses Zahnrad der Zeit mitnehmen. Ah! Lass mich durch. Ich lasse dich nicht durch. Ich lasse nicht zu, dass du ein Zahnrad der Zeit mitnimmst. Dann habe ich keine Wahl. Ah. Vesprit! Du hast diesen Kampf verloren. Du hast ernsthaften Schaden davon getragen. Sei also vernünftig und übertreibe es nicht. An uns kommst du nicht vorbei. Wir lassen nicht zu, dass du das Zahnrad der Zeit nimmst. In Ordnung. Es tut mir leid. Ah, er ist zu schnell. Vergebt mir. Ich wollte euch keinen Schaden zufügen. Aber ich nehme dieses Zahnrad der Zeit mit. Das Zahnrad der Zeit. Der Dieb hat es. Es tut mir leid. Silver hat wohl nicht euch gemeint. Er meinte dieses Pokémon. Es tut mir leid, dass ich euch misstraut habe. Oh, wie schrecklich. Wir müssen verschwinden. Warum? Was geschieht? Ich kann jetzt zumindest sagen, warum es geschieht. Und zwar, weil der Dieb das Zahnrad der Zeit mitgenommen hat. Deshalb wird die Zeit in dieser Gegend... Die Zeit wird überall um den Untergrund so herum stehen bleiben. Was? Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir in der Zeit gefangen sein. Schnell, rennt so schnell ihr könnt. Schneller geht's nicht. Die Wolken über der Treizahnwüste und dem Trockengebiet haben sich verzogen. Ja, ich möchte mein Abenteuer speichern. Kapitel 12, die einzige Möglichkeit. Vielen Dank für eure Hilfe bei den Ermittlungen. Vesprit steht jetzt unter unserem Schutz. Wir garantieren für seine Sicherheit. Wir konzentrieren uns auf unsere gesamte Energie auf die Jagd nach Reptane. Wenn euch irgendwelche für den Fall relevanten Informationen zu Ohren kommen, sagt uns Bescheid. Wir müssen Verbrecher mit vereinten Kräften zur Rechenschaft ziehen. Das ist alles. Nun Entschuldigung. So war's aber auch. Ich staune nicht schlecht. Es gab also tief unter der Nordwüste einen See. Und dort gab es auch noch ein Zahnrad der Zeit. Genau, aber was das Zahnrad der Zeit angeht, Reptane hat es gestohlen. Und wir haben es nicht einmal geschafft, Reptane länger aufzuhalten. Letztendlich ist es so, als hätten wir gar nichts gemacht. Das ist nicht wahr. Nein, wirklich nicht. Ihr habt tolle Arbeit geleistet. Hey, hey, das finde ich auch. Team Crosshair kann stolz auf sich sein. Aber was wirklich schade ist, wir haben keinen blassen Schimmer, was wir als nächstes tun sollen, oder? Hey, hey, wenn wir nur einen Hinweis hätten. Da muss ich zustimmen. Wo wird Reptan als nächstes zuschlagen? Wir wissen es einfach nicht. Es ist zu schade, dass er entkommen ist, als die Chance da war, ihn zu fangen. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Vielleicht nicht. Nicht unbedingt. Zürfinst? Es gibt einige Hinweise. Ein Zahnrad der Zeit war am Nebelsee und wurde von Selfie bewacht, oder? Ein weiteres war am Untergrundsee und wurde von Vesprit bewacht. Oh, das erinnert mich daran, dass Vesprit uns etwas Interessantes erzählt hat. Vesprit wusste, dass das Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Selfie hat es per Telepathie gewarnt. Unglaublich. Ich fasse es nicht. Ich hätte es wissen sollen. Es gibt eine uralte Legende.
Von Selfe sagt man, es sei das wissende Wesen. Und von Vesprit, es sei das fühlende Wesen. Doch es sind drei Pokémon, die die spirituelle Welt repräsentieren. Und die Welt im Gleichgewicht halten. Drei? Wir sprachen von Selfe und Vesprit. Also gibt es noch ein drittes Pokémon? Ja. Der dritte Teil des Trios ist Turbutz, das als das starke Wesen bekannt ist. Selfe und Vesprit haben beide Zahnräder der Zeit bewacht, also wird Turbutz womöglich auch ein Zahnrad der Zeit bewachen. Oh, verstehe. Könnten wir Turbutz finden, dann könnten wir vielleicht ein weiteres Zahnrad der Zeit finden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Deep Reptain auftaucht. Genau. Diese drei Pokémon, Selfe, Vesprit und Turbutz, sie sollen alle drei an Seen leben. Tatsächlich wurden sowohl Selfe als auch Vesprit an Seen angetroffen. Daher glaube ich, dass Turbutz sich auch an einem See aufhält. Vergessen wir Folgendes nicht. Der See, an dem Selfe lebt, liegt auf einem hochgelegenen Plateau. Der See, an dem Vesprit lebt, liegt unter einer Wüste versteckt. In beiden Fällen befinden sich die Seen an ungewöhnlichen Orten. Der See, an dem Turbutz lebt, wird irgendwo sein, wo wir es am wenigsten erwarten. Jetzt verstehe ich es. Du meinst, wir sollen dort suchen, wo man normalerweise kein Wasser erwarten würde. Sowas aber auch. Deine Weisheit ist beeindruckend, Zwirflens. Meine Bewunderung ist größer denn je. Vielen Dank. Es ist nicht der Rede wert. Oh doch, ich bewundere dich auch. Du warst es ja, Zwirflens, der uns zuerst zur Nordwüste geführt hat. Wie es sich herausgestellt hat, lag unter der Wüste in Zahnrad der Zeit. Deine Vermutungen, Zwirflens, sind voll und ganz korrekt. Oh, ich muss an die anderen Orte denken, an denen wir suchten. Die östlichen Wälder und die Kristallhöhle. Diese Orte halten vielleicht auch noch das ein oder andere Geheimnis vor uns versteckt. Ah, ich habe eine Idee. Biriza. Jawohl, ja, ich wurde gerufen. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Bitte. Der Kristall, den du kürzlich gefunden hast, darf ich mir kurz ausleihen? Mein Kristall? Nein, wirklich nicht. Das ist mein kotzbarer Schatz, jawohl, ja. Natürlich. Ich versichere dir, dass wir ihn dir nicht wegnehmen oder irgendwas dergleichen. Und nun, Kilian, es gibt etwas, um das ich dich bitten will. Bitte berühre den Kristall von Biriza. Puh, ich soll den Kristall anfassen? Wenn die Kristallhülle noch ein Geheimnis birgt und wenn Kilian den Kristall berührt, dann wird vielleicht der dimensionale Schrei ausgelöst. Vielleicht wird eine Vision ausgelöst. Ich verstehe, darum geht es also. Dimensionaler Schrei? Was ist das? Es ist eine besondere Fähigkeit von Kilian. Manchmal, wenn er etwas berührt, dann hat er eine Vision von einem Ereignis aus der Vergangenheit oder der Zukunft. Oh, war er wirklich? Hey. So eine Fähigkeit gibt es wirklich? Wegen dieser Fähigkeit von Kilian will ich den Kristall unbedingt ausleihen. Bitte, leihst du ihn uns? Okay, zu so einer Begründung kann ich nicht Nein sagen. Biriza reicht Kilian den Kristall. Dieser Kristall, was wird er mir zeigen? Alle sehen mir zu. Ich weiß nicht, ob ich etwas sehen werde, aber ich muss mich konzentrieren. Nun? Es geht los. Das Schwindelgefühl kommt. Jetzt habe ich es. Das Zahnrad der Zeit. Nein, du kannst es nicht nehmen. Niemals! Das war Reptin beim Versuch, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen. Da war noch ein anderes Pokémon. War das Turbutz? Wie auch immer. Dieser Kristall hat eine Vision hervorgerufen. Hast du etwas gesehen, Kilian? Was? Du hast gesehen, wie Reptin ein Pokémon überwältigt hat? Ein Pokémon, das du noch nie gesehen hast? Und dann hat er versucht, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen? Auweia, deine Fähigkeit ist wirklich spannend. Donnerwetter, wie hast du das nur alles gesehen? Ich kann mir das alles kaum vorstellen. Hey, hey. War dieses Pokémon, das du nicht erkannt hast, vielleicht Turbutz? Ich habe auch eine Frage an Kilian. Hast du die Vergangenheit gesehen? Oder ist es etwas, das in Zukunft geschehen wird? Wenn ich darüber nachdenke,
Vision aus der Vergangenheit, Vision aus der Zukunft. Es ist nie klar, was meine Visionen zeigen. Es ist also nicht sicher, ob du die Vergangenheit oder die Zukunft gesehen hast. Tja, man kann also unmöglich sagen, ob die Vision die Zukunft oder die Vergangenheit zeigt. Die Vision von Kilian kann demnach durchaus aus der Vergangenheit sein. In diesem Fall wurde das Thunder der Zeit vielleicht schon gestohlen. Ja, meinst du, dass wir womöglich schon zu spät kommen? Seid bitte alle kurz still. Ja, es ist wahr, dass die Vision aus der Vergangenheit kommen könnte. Aber es könnte auch eine Vision aus der Zukunft sein. Bist du so nett und erinnerst uns daran, was Vesper gesagt hat, Fliggy? Wer hat Vesper dir per Telepathie mitgeteilt, dass ein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde? Wenn ich mich recht erinnere, war es Selfie, nicht? Ja, das ist ganz richtig. Aber Tobutz? Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Der Name Tobutz ist mir neu. Ich habe ihn heute erst von dir erfahren, Zwirfinst. Dann gibt es noch eine Chance. Hätte Vesper gesagt, dass es durch Tobutz von dem gestohlenen Zahnrad der Zeit erfahren habe, dann käme der dimensionale Schrei von Kinder mit Sicherheit aus der Vergangenheit. Aber das hat es nicht gesagt. Vesper hat Tobutz nicht erwähnt. Es ist also möglich, dass das Ereignis erst in der Zukunft geschieht. Ich verstehe. Da ist noch eine Sache, und die ist ganz eindeutig. Der Kristall hat bei Kindern den dimensionalen Schrei bewirkt. Die Vision deutet auf die Präsenz eines Zahnrads der Zeit hin. Das heißt, vielleicht ist das, was wir suchen, in der Kristallhülle. Vielleicht gibt es dort einen Durchgang, der zum Zahnrad der Zeit führt. Ja, vielleicht ist es dort. Natürlich könnte es sein, dass wir schon zu spät kommen. Oder wir haben noch Zeit. Solange die Chance besteht, dürfen wir nicht aufgeben. Es ist die einzige Möglichkeit. Hey, hey, absolut richtig. Wir haben keine Wahl. Wir müssen alles auf diese Karte setzen. Gut, komm in jetzt, Zwerfins. Jawohl, ja. Ach, oh, naja, ich platze gleich vor Aufregung. Los, Leute! Lasst uns die Kristallhöhle durchsuchen. Zwerfins. Wir können jetzt nur eines tun, und zwar die Kristallhöhle erkunden. Gehen wir. Die ganze Gilde soll teilnehmen. Auf zur Kristallhöhle. Gildenmeister, erinnere uns an unsere Pflicht und führe uns an. Gildenmeister? 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 Hörst du uns? Hey, ist das ein Scherz? Nein, ich glaube eher. Er schläft tief und fest, mit offenen Augen. Wie geht's? Der Gildenmeister ist ja so charmant. Was glaubt ihr, wie lange er schon schläft? Glaubt ihr, dass er vielleicht schon die ganze Zeit schläft? Oh nein, das kann einfach nicht sein. Jemand könnte merken, dass der Gildenmeister schläft. Ich muss ihn irgendwie wecken. Gildenmeister! 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 Plaudergei? Ja, Gildenmeister? Ja, Gildenmeister. Um mich kurz zu fassen, es gab... Pokémon, machen wir uns auf machen wir Jagd auf Reptane. Luffy! Oh, wie Plaudergei da gerade da steht. Gehen wir zur Kristallhöhle. Wie er immer noch so dasteht. Hey, irgendwo dort muss er sein Geheimnis geben. Machen wir jetzt an die Arbeit. Lass es uns suchen. Ich werde euch zur Kristallhöhle begleiten. Lasst uns alle unser Bestmögliches tun. Machen wir uns auf den Weg, Kilian. Auf zur Kristallhöhle.